Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Formel 1 2012. Also ich hätte Bock, aber die Folgen sind weg bei mir. Einen Augenblick, ich muss mal kurz Daniel zurückschreiben. Okay. Wann willst du? Es geht um Koop, ja. Das ist ganz wichtig, glaube ich, auch für euch. Ja, ich schreibe ihn gerade zurück wegen Koop. Oh, das kommt jetzt aber gerade unpassend während meiner Aufnahme. Wir können ja schon mal ins Rennen springen. Morgen Kanada oder neu? Neu dann im Mercedes. Oder? Ach Gott, ey. Ja, ihr seid wirklich gerade live dabei, ja? Wie ich mit Daniel kommuniziere, um die Koop-Saison noch am Leben zu halten, ja? Mein Ziel für dieses Rennen ist jetzt mein erster. Ich schreibe ihn gleich nochmal zurück. Vorher gehen wir mal kurz die Startaufstellung durch. Also ich starte von der Pole Es wurden Position. einige Anpassungen bezüglich des mechanischen Grips vorgenommen. Das Handling müsste sich etwas verbessert haben. Okay. Raikön auf der 2. Ja, jetzt kann ich mal weitermachen. Ja, Hamilton auf der 3, Grosjean auf der 4, Button auf der 5, Webber auf der 6. Okay, also die Top-Fahrer vorne mit dabei. Maldonado auf der 7, Michael Schumacher auf der 8, Rosberg und Senna auf den Plätzen 9 und 10. Mal gucken, ob Daniel mir noch zurückschreibt. Und so erledige ich das mal ganz kurz. Ne? Dann, einen Augenblick. Ich warte noch auf eine Antwort von ihm, aber vorher ja, gucken wir auf die Regenwahrscheinlichkeit. 16%. Okay. Heute mechanischen Grip. Grip! Ich brauche Grip! Grip! Grip, 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 Grip. Genau, gripiere. Okay, wir sollen eine 3-Stop-Strategie fahren. Machen wir die so. 12, 37, 51, Benzinstrategie. Vorsichtig. 4 zu 0 steht's, okay. Er schreibt mir Daniel nicht zurück. Okay. Einer Black. Ich schreibe ihm jetzt zurück. Ich nehme gerade F1 2012 Karriere auf. Das dauert circa 2 Stunden. Dann können wir tailen. Wenn du noch da on bist. So. Das bedeutet, jetzt habe ich wieder Zeit für euch. Oh mein Gott, ey. Ja, ist doch eigentlich eine schöne Nachricht für euch, ja? Und mit dieser tollen Nachricht gehen wir in das Rennen. Ha! Ich bin so gut. Alles ist bereit. Ich bin so gut. Er hat bei mir wieder geantwortet, warum es auch nicht weiter ging. Fraps, du spielst bitte diesmal mit, ja? Keine Fraps-Einbrüche. Windows-Update habe ich ausgeschaltet. Für die, die es gerne wissen möchten. Ich skippe mit dem Spiel heute nicht. Also, das mag mich an meinem Geburtstag, glaube ich, nicht, ja? So, das bin ich. Das ist Button. Und das ist Webber. So, ich hoffe, die einen Lenkrad-Einstellungen stimmen noch. Ja. Nach deiner Podiumsplatzierung im letzten Rennen sollten wir versuchen, das Ergebnis an diesem Wochenende zu wiederholen. Ja. Und der große Preis von Spanien beginnt. Jetzt! Oh, der Raikön kommt näher. Und der Hamilton auch. Und die erste Kurve haben wir gut überlebt. Und wir haben die Führung verteidigt gegen Raikön und Grosjean auf der 3. Wir haben für 9 Runden extra Sprit an Bord. Das ist viel, das bedeutet, wir können gleich mal was raushauen hier. Mittelsektor könnte mein Problemsektor werden. Eins Komma drei Sekunden Vorsprung.
So, das war die erste Runde, aber das sind viele Runden hier. 66. 1,31,4. Vorsprung ist geblieben auf 1,6. Oh, 100 Meter Schnitt ist zu spät. Das habe ich nur noch für 8 Runden extra Sprint. Das sollte aber auch noch reichen. Oh, ich fange schon wieder an, zu spät zu bremsen. Und mein Teamkollege ist ganz nach hinten gefallen. Da ist irgendwas passiert. Raikön hängt mir im Nacken. Ich glaube, ich sollte mir echt mein neues Lenkrad besorgen. Oh, Entschuldigung, Raikön. Der versucht es jetzt natürlich. Der hat jetzt Lunte gerochen. Natürlich die schnellste Rennrunde, aber die wird mir gleich von Raikön und den Rest unterboten. Wenn nicht, dann machen die was Grundsätzliches falsch da hinten. 1,28,9. Habe ich hier die gleichen Probleme wie im Lotus? Scheinbar. Ans 28,7 kann ich fahren. Das Auto hinter dir hat einen leicht beschädigten Frontflügel. Schaden am Frontflügel. Ja, es liegt an mir. Das war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Also im ersten Sektor ist die KI stark. Und im zweiten. Und im dritten bin ich dann wieder stärker. Und Raikön macht Druck. Der macht Druck, der Knabe. Nochmal schnellste Rennrunde. Ne, Maldonado unterbietet die ganz leicht.
Ab vor Räikkönen. Lass dich nicht einholen. Mein Ingenieur wird leicht reden hier. Oh. Da war ich zu früh am Gas. Von daher kriege ich gerade keine Antwort. Vielleicht hat er mir auch einen Skype gerade zurückgeschrieben. Der Fahrer hinter dir fährt mit Standarddrehzahl. Hintermann. Standarddrehzahl, okay. So, Weber kämpft sich durch das Feld hinten. Du baust deinen Vorsprung auf Räikkönen in jeder Runde etwas aus. Das sind die Reifen aber dann doch schon nach. Oh ja. Besonders der vordere Link ist hier stark belastet. Du fährst knapp vor Räikkönen. Lass dich nicht einholen. Ja, ich bin ja schon dabei. Nochmal eine schnellste Rennrunde. Also meine Nase fährt der Zeiten hinten, ey. Hätte sich dein Hintermann einen leichten Schaden am Frontflügel eingefangen. Das dürfte seine Leistung aber nicht verändern. Er passt schon. Push weiter. Du fährst knapp vor Räikkönen. Lass dich nicht einholen. Wie gesagt, ich bin dabei. Runde 12 ist mein geplanter Stopp. Und die Kurve ist ganz gefährlich hier. Du fährst
bleib knapp vor Räikkönen. Lass dich nicht einholen. Also ich baue meinen Vorsprung auf Räikkönen weiter aus. Die Abstände dahinter werden nicht größer. Zumindest merke ich davon nichts. Wie gesagt, Community Event 16.3. Wer Lust hat, mal gegen mich zu fahren, ist die beste Chance. Der Wagen hinter dir fällt zurück. Etwa eine halbe Sekunde vor. Ja, der fällt auch meine Zeit, ne, ins 28. Abkürzung, ne, doch nicht. Nach unseren neuesten Zahlen kommt Räikkönen in 3 Runden an die Box. Räikkönen in 3 Runden an die Box. So, Runde 13. Beim Auto hinter dir ist der Frontflügel leicht beschädigt. Sieht aber nicht dramatisch aus. Hans, komm, 6, also der fällt gleiche Zeiten wie ich. Roger war jetzt mal schneller. Also diese Rechtskurven werden langsam schwer. Mit diesem Reifen vorne. Die Linkskurven kein Problem werden. So, 1,6 ist gleich hinter uns. Die Box ist für dich bereit. Komm diese Runde rein. Das war hier etwas schneller als die Konkurrenz.
würde ich jetzt Kers anders verteilen. So, los geht's, Boxenstopp. Los. Superstopp. Schumacher, halt die alle auf, okay? Wir haben dir einen Satz der härteren Reifen gegeben. Damit bleiben noch zwei Stops. Wir glauben, dass dein Vordermann mit Standarddrehzahl fährt. Standarddrehzahl. Ja, ob der Masse mich jetzt hier leicht auffällt. Wir sind in Sektor 1 schneller als das Auto vor uns. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Und die halten schon auf. Der Fahrer hinter dir ist auf weichen Reifen unterwegs. Er hat dir gegenüber einen Vorteil. Also jetzt hält der Master mich auf. Deswegen, ich jetzt vorbei bin. Ich habe keinen DRS. Es sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Uff. Wo kommt der Grosjean auf einmal her? Hat mich Massa so viel Zeit gekostet.
Aber das werden die spanischen Fans nicht gern gesehen haben. Raikön hat die Position im Boxenstopp-Duell gegen Rougeau verloren. Aber Kimi meint sofort zu kontern mit der neuen schnellsten Rennrunde. Fahren die auf weich? Wer war wohl auch auf weich? Schneller als alle anderen. Er hat gerade die neue schnellste Rennrunde geholt. Wo lässt mich Peak vorbei? So, schauen wir mal ganz kurz in den Rennen direkt da rein. Also, alle auf weich bis auf ich. Maldonado an, an Raikön vorbei. Zehnter habe ich jetzt im Mittelsektor verloren. Ein 27,7 fahren kann ich fahren mit Hart. Okay, Grosjean fährt ein 26,4. Aber er will auch die Lücke jetzt zu mir natürlich schließen. Wollte gerade sagen, Grosjean wird auch knapp durchgewunken. Wir glauben, dein Hintermann fährt jetzt mit voller Drehzahl. Er versucht, die Lücke zu schließen. Danke, Hülkenberg. Jetzt kannst du wieder beschleunigen.
Hat jemand gut aufgehalten im letzten Sektor? Danke, Paul. Nee, muss ich eigentlich nicht. Da er auf Weich fällt, muss er an mir eh vorbei. Fährt aber auch mit voller Drehzahl, der Kollege. Jetzt hat er im letzten Sektor noch ordentlich verloren. Sechzehnte bringt das DRS oder was? Ist aber auch eine lange Gerade. Ach nee. Kommt sogar hin.
So eine Reifen bauen aber nicht ab. Jetzt wird es doch ein bisschen enger mit dem DRS. Aber der Lotus hat ja keine Top-Speed. Raikön muss richtig abreißen lassen hinten. Stopp ist in Runde 37. Jetzt bin ich gerade mal ungefähr bei halb der Distanz. Etwas Zeit auf 1,4, hallo? Nur zur Info, wir glauben, dass dein Hintermann versucht, Benzin zu sparen. Okay. Okay, jetzt am Ende des Dienst Benzin sparen. Okay, verstehe ich jetzt nicht so ganz die Strategie. Wie sieht es bei uns aus? Plus 6, sehr optimal. Alles noch im Rahmen. Grosjean wird bald an die Box kommen. Schätzungsweise in den nächsten 5 Runden. Okay, ich baue meinen Vorsprung sogar jetzt noch aus. Halbzeit ist Runde 33, da bin ich noch, habe ich noch einen weiten Weg vor mir hier. Thank you.
2,3. Ich baue echt meinen Vorsprung aus auf den Grosjean. Das ist mir durchaus bewusst. Meine Zuschauer sehen, dass ich hier voll am Limit fahre. Danke für die Info, das weiß ich selber. Und dann gibt mir keine Antwort. Sieht aber sehr langweilig aus hier, was ich momentan fahre. Ich fahre konstante 1,27 Tiefzeiten. So, ich tippe mal, Leonardo ist in die Box abgebogen. Maldonado ist gerade in die Boxengasse abgebogen. Maldonado an der Box. Mit welchen Reifen? Raikön ist auch in die Boxengasse abgebogen. Sekunden in der Formel 1 ist viel. Was man vielleicht früher in 3 Runden erledigt hat, das dauert jetzt viel, viel länger. Joy ist wohl auch in der Boxengasse. Der Wagen hinter dir hat jetzt die härteren Reifen. Alles klar. Wir müssen noch 8 lange Runden damit fahren. In der halben Renndistanz schaffen die auch nicht.
22,1. Okay. Die Frage ist jetzt, wer fällt schneller Rundenzeiten? Rosberg jetzt auf der 4? Nach Spanien folgt Monaco. Eigentlich das beliebteste Rennen bei euch. Das ist gefährlich, wenn man hier auf den Teppich kommt. Maldonado knallt erstmal die neue schnellste Rennrunde hinten. Vielleicht auf weichen Reifen nochmal unterwegs. Vor dir sind langsamere Fahrer. Vorsicht beim Überholen. Sie sollten sich vorbeilassen. Sollten sich jetzt alle mal in die Box verabschieden, das wäre mir am liebsten. Okay, der erste tut mir schon den Gefallen. So spare ich Zeit beim Überrunden. Ich glaube, jetzt wird der Maldonado den Grosjean bekommen. Aber wenn die sich da hinten noch fetzen, noch besser. Weil Grosjean verliert immer mehr Zeit auf mich. Danke fürs Abbremsen. Die Lücke zum Auto hinter dir beträgt 25 Sekunden. Hab mir jetzt doch Zeit gekostet im letzten Sektor. So, gleich ist Halbzeit.
So eine Mini-Unterbrechung war das jetzt. Weiter geht's. 25 Sekunden. Ah. Dein Vorsprung auf Grosjean wächst schnell. Du legst pro Runde eine Sekunde drauf. So, Maldonado muss abreißen lassen. So, neuen Autos wurden auch noch präsentiert. Also den sauber fand ich aber richtig geil. Finde ich richtig geil, diesen Grau. Ferrari hat enthüllt. McLaren hat enthüllt. Force India hat enthüllt. Wer hat noch enthüllt? Red Bull ist morgen, glaube ich, dran. Also da fehlen noch ein paar Teams. Muss erstmal wieder reinkommen hier. Die Pause, so eine kurze Mini-Pause stört aber auch. Wenn mal kurz unterbrochen wird. Na, Grosjean holt jetzt auf. Ich weiß natürlich jetzt nicht, mit welchen Drehzahlen der da hinten fährt. Und das hat richtig viel Zeit gekostet. Sechzehntel. Räikkönen wieder Vierter. So langsam sollte ich mal wieder Gas geben hier. Wo ich mal wieder ein 27er Zeit muss ich noch mal zweimal so fahren, dann ist knapp den Roma. Dafür, dass Maldonado innerhalb der nächsten 5 Runden. Also ist er nochmal auf weich gefahren.
Aber kann die Speed nicht umsetzen? So, mit dem Red Bull komme ich hier deutlich besser zurecht als mit dem Lotus. Kack von ausgehen. Also es musste, glaube ich, die Grosjean wieder überrunden. Weil der hat doch viel Zeit verloren. So, jetzt waren wir auf jeden Fall in die Boxengasse dann. Ja, jetzt muss alles funktionieren hier. Weiche Reifen, das heißt, wir gehen noch zweimal in die Stop, an die Box, in die Stoppen. Wir stoppen noch zweimal, los, Longs. Aber was war das für ein Stop? War das noch eine Probe? Und die sind, oh, die sind auch schon angefahren. Ja, man merkt sofort Unterschiede. Wohl in den nächsten drei Runden an die Box. Dann die Harte-Mischung abzuholen. Damit wie viel mehr Grip ich durch die Kurven fahren kann.
deutlich mehr Grip. Neue schnellste Rennrunde, 1:25.706. Gut gemacht, das war die schnellste Rennrunde. Tja, das wird ein leichter Sieg vielleicht. Von außen gesehen. Wieder so ein einsames Rennen vorne weg. Perez dreht sich da weg. Nochmal schnellste Rennrunde. Also die KI macht auch auf Legende Fehler. Nochmal neue schnellste Rennrunde. Siebzehn, was ist denn jetzt los? Da könnt ihr euch auf ein schönes Community-Rennen gegen mich freuen. Immer vor. Nochmal neue schnellste Rennrunde, obwohl ich mit Standard fahre. Unglaublich. Was hole ich aus diesem Wagen bloß raus? Fast 20 Sekunden Vorsprung. Mercedes
Das schickt Schumacher auf den härteren Reifen wieder raus. Okay. Aber wenn wir das jetzt noch intelligenter lösen können. Ey, was macht ihr hier eigentlich? Hamilton, mach Platz! Boah! Wo, was macht... Hatten da Hamilton und Webber vielleicht einen Kontakt in der ersten Kurve? Das hat mich so viel Zeit gekostet jetzt. Über 2 Sekunden. Noch 22 Runden. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll hier. Bei 19 Sekunden Vorsprung. ...26 Einsatzzeiten kann ich fahren jetzt. ...20 Sekunden. Dein Verfolger fällt zurück. Du kannst jetzt etwas durchatmen. Dass ich jetzt so überlegen bin, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. So, immer noch 1,26er, ja. Aber die Zeit sollte reichen. So, Webber wird wohl hier keine Punkte holen. Das sieht dann ganz schlecht für ihn aus. Schumacher wird mich auch freuen, wenn der weiter vorne fährt. Wenn ich ihn als Rivalen wählen kann, werde ich ihn wählen. Oh, da war ich mit dem Hinterrad wohl auch auf dem Gras. Was mir mal 6 Zehntel gekostet hat.
Die zwei Kämpfer da vorne, ich glaub das nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein 20. Platz oder wie? Oder wo? Oder was? Danke. Ist ja echt, die Kämpfe haben den 20. Platz. Ich bin gerade langweilig, ja. Da. Genießt einfach mal diese Runden. Oder versucht mal nachzufahren. Es gibt halt auch Saisons, die man dominiert. Genau so eine werde ich wohl hinlegen. Sogar ein Boxenstopp ist ja schon herausgefahren. Und 51, dann noch mal 15 Runden. Ich könnte auch einen Sicherheitsstopp machen und auf Hard wechseln. Also da habe ich jetzt viel Zeit gekostet, die letzte Schikane. Ja, 9/10. Na, das ist 7 sein oder so. Auf jeden Fall gekostet. Das Problem ist, ich kann nicht noch Reifen schon noch fahren. Dass der vordere linke Reifen nur noch so lange durchhält. Na gut, rot ist er ja noch nicht ganz. Aber er geht in die Richtung dorthin. Ich merke es in den langsamen Kurven mittlerweile. Mark ist schneller als alle anderen. Er hat gerade die neue schnellste Rennrunde geholt. Ja, aber mal gucken, wie lange. Vor spanischer Kulisse will ich hier alles holen.
den Sieg, die Pole. Training, schnellster, schnellste Rennrunde. Alles. Im Red Bull möchte ich die Rekorde, glaube ich, brechen. Hinauszögern. In Hoffnung, ich krieg keinen Reifenschaden. So, Marc dreht hinten nochmal auf. Nur gegen keine Punkte. Also für die Rechtskurve ist der fünfte Gang immer zu kurz. Am Anfang passt er, aber dann ist er zu kurz. Na, da mag noch mal eine schnelle Runde hingezaubert. Sobald fahre ich nur noch auf der Felge rum. Ach, Kimi meint doch nochmal die Zeit zu unterbieten. Aber wie gesagt, das ist nur noch ein Rennen hier nach Hause fahren. Leckt mich am Arsch! Lasst euch Zeit! Hauptsache die Schrauben sind richtig drauf. Jawohl. Der nächste Wagen ist eine Überrundung. Er sollte dich vorbeilassen. Lauf Flaggen bitte. Das erwarte ich im Community-Rennen dann auch. Fair Platz machen. Fahrt lieber eine Kurve mehr und man geht dann wirklich von der Ideallinie weg, als zu meinen, einen in der Kurve im Weg zu stehen. Das ist mein Tipp dann an euch. Wenn ihr seht, ach, der kommt mir in der Kurve noch nicht so nah, fahrt die Kurve noch mit. Und lasst sie dann ruhig vorbei.
Wollen wir mal schauen, was möglich ist. Schumacher 1, 24,8. Neue schnellste Rennrunde. Hervorragende Runde. Ich habe selten eine bessere Leistung gesehen. Mach genauso bis zum Ende weiter. So, wie das Auto noch mal in jede Kurve rein hier. Button meldet sich auch noch mal von hinten. Reicht nicht ganz. Das Wetterradar deutet auf leichten Regen in etwa 15 Minuten. Na, sind wir schon fast durch. Also von wegen hier nichts mit Regen, ey. Kurvaline ist 24,2. Ja, schneller. Klasse, das war eine neue. Der neue DTM-Fahrer steht mir mal im Weg. Leonardo immer noch auf der 2. Und in 15 Minuten waren wir, jetzt sind wir nicht ganz rum.
Ach, Rosberg! Das sind jetzt ungefähr die Trainingszeiten, die wir hier fahren. Gut, Maldonado ist Zweiter, aber ich glaube nicht, dass der Zweite ins Ziel kommt. Wenn ja, ist er wieder mal Top-Rennen von ihm. Wie hätte denn den Sieg damals geholt gegen Alonso? Das einzige wirkliche Highlight in der Saison. Jetzt vergesse ich, mein Kerst einzusetzen. Ach komm, Rosberg, übertreib nicht. Aber das zeigt auch, wie stark der Mercedes eigentlich ist momentan. Der Mercedes-Auto wird hier zum Rennen, gutes Speed im Rennen. Auto. Oh, das hat ja komplett nicht gepasst. Na gut, ich weiß, es hier schon ganz relaxed mittlerweile. Was ich auch bei dem Vorsprung mittlerweile kann. Ja, Raikön muss auch wieder abreißen lassen. Müssen die nicht mal in die Box oder was? Sparen die echt einen Stop gegen mir über, aber verlieren so viel Zeit. Der Wetterbericht sagt leichten Regen in etwa 10 Minuten. 10 Minuten sind 5 Runden. Sogar 6, 7, also. Also 10 Minuten ist zu spät, dann sind wir durch. War noch 7 Runden, dann sind wir durch. Also wird kein Regen mehr kommen hier, denke ich mal. Maldonado holt langsam auf dich auf. Ja, 23 Sekunden holt den nicht in 7 Runden auf. Da muss er ja 4 Sekunden aufholen. Bedeutet, ich muss einen richtigen Bockmist einbauen. Oh Gott, das ist... Apropos Bockmist, ja? Da ist gerade eine Gruppe vor mir. Oh Gott! Das meine ich damit, Pedro. Fahr die nächsten Kurven noch mit! Meine Fresse, ne!
wenig Sprit übrig. Mal sehen, ob wir ihn in den nächsten Runden nutzen können. Der Wagen vor dir liegt eine Runde zurück. Er sollte Platz machen und dich vorbeilassen. Jawohl, können wir jetzt halt doch noch mal toppen von Rosberg! Das war die schnellste Rennrunde. Weiter so. Normal ist aus dem Wagen rausgequetscht. So, wo bleibt denn Regen hier? Weil ich habe nochmal 17. alleine im ersten Sektor gewonnen. Durch dieses DRS. Egal. Sif Mal ist im teaminternen Kampf gegen meinen Teamkollegen Mark. Wenn ich in jedem Rennen nochmal die schnellste Rennrunde hole, ist das ein Klatsch für ihn. Wie gesagt, kein aufregendes Rennen. Aber war in meinen Augen Barcelona noch nie wirklich. Ja, Weber muss da glaube ich nochmal kämpfen da vorne. Um einen Platz, den kein Arsch interessiert. Der wäre lieber hier, wo ich wäre. Auf 1. Okay, es kommen noch ein paar dichtere Wolken dazu. Oder? Ne, Wolken los, Entschuldigung. Und da soll es trotzdem noch regnen. Der kann sich aber gut halten hier hinten. Was ist denn da geflogen? Toller Backcode, was ist das? DRS ist jetzt repariert und kann verwendet werden. Ich habe da nur Teile rumfliegen sehen, aber es ist kein Wagen, ist beschädigt, ey. Geil, geil, geil. Also das wäre sogar schon Safety Car würdig gewesen. Weber guckt auf der 13 rum. Nicht nochmal über Runde. Na, schlüpft er durch? Ja, er schlüpft durch. Ja, er ist durchgeschlüpft auf Position 12 wieder. Immerhin vor Ferrari. Oh Gott, wir müssen noch 2 Runden mit diesem Reifensatz fahren. Heil an, ja.
2, um genau zu sein. Und Grosjean musste echt einen Stopp mehr machen als die Konkurrenz. Okay, mein Headset-Akku meldet sich auch mal zu Wort. Ja, der sagt, ich bin bald leer, lad mich auf. Und Phelps meint auch jetzt mal kurz, oh Gott, ey, in Schreck zu treten. Also schnellste Rennrunde gehört auch noch mehr, sehr nice. Aber das habe ich nicht erwartet hier, boah, in Spanien. In Barcelona. Oh meine Güte, was ist denn jetzt schon wieder los? Muss das jetzt in den letzten Runden sein? Zum Glück habe ich so einen großen Vorsprung. Wenn wir jetzt einen Zweikampf wären, würde ich dieses Programm umbringen. Bedeutet vor meiner Festplatte löschen. So, the last lap now. Dreimal genießen hier. Spanien. Das Land der Träume. Und der falschen Illusionen. Das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Ich war noch nie in Spanien. Oder war ich schon mal in Spanien? Weiß ich gar nicht. Bin eh nicht so, der gerne Urlaub in anderen Ländern macht. Nee, grundsätzlich nicht derjenige, der in anderen Ländern gerne fährt. Ach, es kommt doch noch der Regen da, der versprochen wurde. Naja, der macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett. Der versetzt mir auch nicht mehr die Suppe, die noch auf mein Herz geht. Das Einzige, was noch mit zur Neige geht, ist die Luft im vorderen linken Reifen. Das ist mir das einzige Sorge, was ich momentan noch habe. Aber sonst geht es mir blendend. So. Letzten Kurven. Ich erinnere nochmal, Community Event. Wer Lust hat, gegen mich zu fahren, der dieses Rennen gesehen hat, weiß, worauf er sich da einlässt. Und weiß auch, dass er einen ernstzunehmenden Gegner hat. Also, wer das Spiel hat, könnt euch bewerben, beziehungsweise anmelden dafür. Das ist der Sieg! In Spanien! Wer der erste erreicht, Teamkollege, wurde 12. Da holen wir uns mal einen dicken, fetten Schluck aus dem Bier, oder? Superleistung, Superleistung! Du hast das ganze Wochenende dominiert! Pole Position und Rennsieg! Fantastisch! Danke! Vergiss die schnellste Runde nicht, die hab ich auch noch! Der Hattrick! Woo! Pastor Maldonado auf der 2. Dann kommt Kimi Räikkönen auf der 3. Das ist das Podium. Romain Grosjean auf der 4. Ist also echt zurückgefallen. Aber knapp das Podium verfehlt, muss man dazu sagen. Schumacher auf der 5. Schade, dass es nicht weiter für vorne gereicht hat. Nico Rosberg auf der 6. Fernando Alonso auf der 7. Und dann kommt der erste Wehrmann-Wärter gegen mich. Das ist Jenson Button, der nur auf der Position 8 ist und nur 4 Punkte holt. Also ich baue meinen WM-Vorsprung hier noch weiter aus. Als wenn ich das noch bräuchte, aber egal. Kobayashi auf der 9. Und ein K-Time auf der 10 holt den letzten Punkt. Ausgeschieden ist Paul Di Resta. Kein Kommentar vom Renningenieur. Okay. Ich habe momentan 49 Punkte Vorsprung auf Mark Webber und Jenson Button. Das sind umgerechnet, ja, man kann schon sagen, 2 Rennen. Und Schumacher ist momentan 6. Das bedeutet 1, 2, 3, 4. Ne, warte, den Teamkollegen kann ich ja nicht wählen, ne? Aber wenn ich den Teamkollegen nicht wählen kann, kann ich die nächsten 4, oder? Warte, wenn ich Erster bin, Zweiter, dann kann ich den 3., 4., 5. oder 6. wählen, ne? Das bedeutet, ich könnte gegen Jenson Button, Grosjean, Maldonado, Schumacher wählen.
Ja. Okay, also Schumacher wäre noch drin. Aber da sind zwei noch auf Verfolgungsjagd, sag ich's mal so. Ja, es wird noch spannend. Konstrukteurswertung sind wir, glaube ich, unspannend dieses Jahr. Mit 71 Punkten Vorsprung haben wir das Ding schon so gut wie gegessen. Ja, Lotus nur auf der 3, Mercedes auf der 4. Maldonado, der ist da auch noch gut im Geschäft. Also entweder Williams, naja, war ich ganz am Anfang. Mal schauen. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Erstmal steigen wir uns unser Auto aus und sagen Sieg Nummer 4. Jetzt muss ich ganz kurz da reden, wie ich auf 110 Punkte komme. 10 plus 4 mal 25, gleich 110. Maldonado hat es auf einen super zweiten Platz geschafft. Für den Sieg ist gar nicht im Weg. Ich dachte schon, da kommt kein Autosave mehr. Hattrick mit seinem dritten Sieg in Folge in Katalonien hat Red Bull Pilot sich in die Ränge der Favoriten auf die Fahrerweltmeisterschaft geschoben. Nach dem jüngsten Sieg. Okay, von mir gab es ein Renningenieur Marc Bender gegenüber der Presse folgenden Kommentar ab. Er und der Rest des Teams haben eine Menge Arbeit in das Auto gesteckt, damit dies möglich wird. Aber alles geht und fällt mit der jeweiligen Tagesform vom Fahrer und Auto. Das reicht natürlich für den nächsten Rang. Da ich habe beide Ziele wieder mal erfolgreich absolviert habe für Rang 26. Woo! Monaco wird. Oh, Monaco, nein! Team Intern-Duell läuft gut. Es ist zwar noch früh in der Saison, aber beim Team Intern-Duell gehst du ziemlich gut da. Du liegst im Moment vor Mark Webber. Lass uns die Führung bis zum Saisonende verteidigen. Sehr gerne doch. Ach du Scheiße, ne? Ach du Scheiße, ne? Ach du Scheiße, ne? Ja, wieder Saisonsieg. Ach du Scheiße, ne? Ach du Scheiße, ne? Ach du Scheiße, ne? Ach du Scheiße, ne? Santa Grege in Monaco! Oh Gott! Ein Regenrennen in Monaco. Ja, Postmeister, da werden wir an die 2-Stunden-Grenze mal locker drankommen, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott! Ich weiß, dass ihr euch freut. Schreibt es in den Kommentaren. Ich freue mich auf Monaco. Weil DTM in F1 soll abkacken wird im Regen. Im Regen. Schießt mich an die Wand, ey. Schießt mich an die Wand, ey. Oh Gott, ich sag mal bis zum nächsten Mal. Wenn es dann in Monaco. Noch nicht im Regen, ja. Noch nicht im Regen. Dann abgeht. Sag ich einfach bis zum nächsten Mal, wenn es wieder das Let's Play Formel 1 2012 in dann Monaco. Nein!